Aber ich glaube, wir kommen hier gar nicht weg zu zweit im Boot. Das ist zu flach. Und sie bewegt sich doch. Schade, dass ich mit drin bin. Aber das kann ich mit meinen weißen Klamotten machen. Dann war es das nicht. Nee, nee. Der war größer. Der war bis hier hin und der verlandet natürlich. Wenn man da nichts macht, dann ist es auch. Das war vor ein paar Tagen so glitschig. Und dann verschlingt er die im Ganzen? Die verschluckt er im Ganzen. Der hat ein Maul, der kann Fische schlucken, die fast so groß sind wie er selber. Cornelia ist unterwegs und besorgt eins aus der Bronzezapfen. Fisch. Schneide ich ihn jetzt auf, ja? Kannst du gucken. Schön hier. Das war die Schwimmblase. Und jetzt will ich mal gucken. Ich sehe nichts im Magen, aber hier, Moment, nee, unter der, Der wollte bestimmt zum Fressen gehen. Ist aber ein sehr leckerer Fisch. Ich drehe den jetzt mal. Oh,
ich traue mich nicht, den anzufassen. Ich auch nicht. Da kommt so viel Zufall. Ja, so wie Colin gedacht hatte. Also, ich hätte Wollen wir mal sehen. Ich will den zu Filet schneiden. Flossen schmecken nicht gut. Und jetzt ist er zu. Boah, da blutet es richtig, oder? Ja? Mhm. Die Scherben auch Blut. Ja, das können sie ja, gar nicht leben. Da hat er die Augen. Aber trotzdem ist aber der Schmutz. Der kann die Augen. Wunderschön gut genährt ist der. Der ist sehr fett. Ja. Ich habe gestern Abend da was springen sehen, deswegen dachte ich, da muss ich mal hin. Aus dem Wirbeln können kannst du übrigens Perlen machen. Ja, mache ich auch, wenn du es immer gönnst. Du kannst das ganze Skelett haben. Oh nein, ich lasse das den nicht. Kopf, den Kopf? Nee, den Kopf kannst du die Kiefer rausnehmen. Ich will die Kiefer. Ja. Ich will auch einen Kiefer. Nein, das können wir euch nicht geben wegen Verletzungsgefahr. Ach so. Da war nichts. Also wir. Nee, also im Magen war. Da war gar nichts drin. Das ist nicht interessant. Ein hungriger Hippen? Nö, der ist gut genährt. Vorsicht einmal bitte. So, dass wir von dem guten Fisch nichts verschenken. Weiß ich nicht. Ich nicht. Oh, das Skelett. Jetzt sieht er irgendwie komisch aus. Ja, ganz. Aber wenn das abgekocht ist, dann kann man die einzelnen Knochen gut sehen. Das muss man natürlich. Aber ich mag, genau, ich mag die Kreten da drin nicht. Kommt er das zum Fischfilet machen? Ja, ich arbeite nur normalerweise mit moderneren Messern. Zum Schärfer, ne? Ja, nee, schärfer nicht, aber andere Form. Und das merkt man sofort, sobald man irgendein Messer hat, womit man nicht täglich arbeitet. Die Flosse finde ich auch so schön. Ja, also wer das mitnehmen möchte für Suppe. Jörg, frag nicht lang. Das ist sie wirklich schön. Frag nicht lang. Ich hätte auch gerne eine Flosse, die sieht schön aus. Für die Suppe kann man alles noch verwenden. Machst du die Haut auch? Ja, die Maut mache ich als das nächste. Die kann man doch als Leder dann machen. Kann man gerben. Ja, kann man wirklich gut als Leder benutzen. Ich habe da Hechtleder liegen bei meinen Fischsachen. Ja. Ah. Auf dem Tisch. Muss ich mal bellen. Deine Fisch. Nicht dein Fisch. Ganz wenig. Ja, da sind aber viel mehr. Hier das Blut. Es können immer noch kleine Gräten drin sein. Ja, da sind eben die Y-Gräten sind noch drin.
habe nur die großen, die Rippen ausgenommen.